Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. In den letzten Tagen habe ich mich viele Stunden unter die VR-Brille begeben und Zenith gezockt, das derzeit angesagte Virtual Reality MMO. Ich konnte alle Gebiete besuchen und auch die Maximalstufe 40 erreichen. Ich kann euch also ein durchaus aussagekräftiges Review zeigen. Ob mir das Spiel gefallen hat und was ich verbessern würde, zeige ich euch also in diesem Video. Alle Infos zum Spiel, Preis, Plattform und Spielposition findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank an meine Sponsoren Woodghost VR, Oppermann Events, Virtual Escapes, Slim Beats und JN Design Media. Habt ihr auch Lust, mich zu unterstützen und VR zu verbreiten? Schaut mal unter dem Video im ersten angepinnten Kommentar. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. Ja, Zenith ist ein VR-MMO, welches eine große offene Welt bietet, in der es einiges zu tun gibt. Ihr könnt Quests annehmen und erledigen, Gegner und Bosse bekämpfen, viele verschiedene Gerichte kochen, die Welt mit ihren virtuellen verschiedenen Gebieten erkunden, immer bessere Gegenstände looten und craften und verschiedene Dinge entdecken oder einfach nur mit euren Freunden abhängen und Blödsinn machen. Das Spiel ist für alle Plattformen verfügbar, also Oculus, PlayStation VR und Steam VR. Das Spiel unterstützt auch Crossplay, hat euer Freund also eine PSVR und ein anderer Freund eine Valve und du hast eine Quest, könnt ihr zusammen zocken. Nachdem ihr euch einen Server dann ausgewählt habt, den ihr übrigens jederzeit wechseln könnt und dennoch in eurer Gilde und eurem Charakter weiterspielen könnt, fangt ihr mit der Charaktererstellung an. Hier gibt es leider relativ wenige Möglichkeiten, euren Charakter zu individualisieren. Lediglich einige Frisuren, Hautfarbe und wenige Details lassen sich verändern. Als Klassen lassen sich derzeit der Blade Master und der Essence Mage wählen. Beide Klassen unterteilen sich nochmal in Schaden, Tank und Heilung, die ihr jeweils alle mit dem gleichen Charakter einzeln hochleveln könnt, mit jeweils eigenen Fähigkeitenbäumen. Als Blade Master agiert ihr vor allem direkt am Geschehen, denn ihr habt zwei Schwerter, die ihr im Nahkampf einsetzen könnt. Als Essence Mage kämpft ihr mit Zaubern und Fernwaffen aus sicherer Entfernung. Die Fähigkeiten werden durch die sogenannten Godstones, die man auch in der Welt looten und aufleveln kann, genutzt. Sie lassen sich durch verschiedene Gesten und Bewegungen, teilweise kombiniert mit Knopfdrücken am VR-Controller, auslösen. Hier ist mir aufgefallen, dass hin und wieder die Fähigkeiten trotz korrekter Handhabung nicht ausgelöst werden, was aber im Großen und Ganzen kein großes Hindernis war. Ich persönlich habe mit dem Blade Master auf die Maximalstufe 40 gelevelt. Der Nahkampf macht hier wirklich großen Spaß und man ist immer in Bewegung. Es ist übrigens schon eine neue Klasse, der Cyber Ninja, angekündigt, der im Laufe des Jahres 2022 erscheinen wird. Er soll eine Mischung aus Magie und Technologie werden. Seid ihr dann in der Welt von Zenith angekommen, kriegt ihr ein sehr kurzes Tutorial, was aber nicht ansatzweise die ganzen Dinge erklärt, die man in Zenith machen kann. Vor allem von den Fähigkeiten und deren Funktionen wird man daher etwas verwirrt. Hier ist es ratsam, die wirklich liebe Community zu fragen. Hier verweise ich euch auch gerne auf unsere deutschsprachige Gilde, die DVRG oder Deutsche VR-Gemeinde. Wollt ihr beitreten, kommt auf meinen Discord, den ihr unter dem Video in der Beschreibung verlinkt findet. Nach dem Tutorial landet ihr dann in der Anfangsstadt, dem Nexus District. Hier kriegt ihr auch die ersten Quests, die euch in die Welt hinausschicken. Insgesamt sind die Quests leider im Großen und Ganzen eher einfallslos. Meistens werdet ihr geschickt, um Gegner zu töten, stumpf bestimmte Punkte zu besuchen, um den Schnellreisepunkt dort freizuschalten oder um bestimmte Gegenstände zu sammeln. Das wiederholt sich dann in jedem neuen Gebiet. Ausnahmen wie Schalter in schwindelerregenden Höhen umzulegen, die Kochquests oder durch Ringe fliegen sind da eine willkommene, aber eher seltene Abwechslung. Einige Hauptquests, wie zum Beispiel der Piratenkönig, sind leider so hart, dass man sie alleine kaum schafft. Hier muss das Balancing dann noch etwas verbessert werden. Dazu kommen noch einige wenige Gruppenquests, teilweise unter Zeitdruck, die ihr mit euren Freunden zusammen erledigen müsst. In der Welt verteilt sind auch einige Weltevents, an denen ihr teilnehmen könnt.
Hier geht es auch darum, Gegner zu töten, Punkte zu verteidigen oder Gegenstände zu sammeln. Dies alles auch unter Zeitdruck. Insgesamt gibt es auch viel zu wenige Quests. Hat man die Hauptquest in einem neuen Gebiet erledigt, ist man meistens noch nicht mal auf der Hälfte des nächsten Levels, sodass man viel Grinden, also stumpfes Gegnertöten, erledigen muss, um die nächsten Quests annehmen zu können. Hier müssen dringend noch Quests nachgeliefert und eingebaut werden. Dies ist allerdings schon in Planung. Die Fortbewegung in Zenit ist eins der Highlights im Spiel. Ihr könnt an wirklich jedem Punkt klettern, springen, schwimmen oder sogar fliegen, solange es eure Energie zulässt. Das ist unglaublich spaßig und ihr könnt so jeden erdenklichen Ort im Spiel erreichen. Steht ihr zum Beispiel an einem Abgrund, breitet einfach eure Arme aus und gleitet durch die Welt. Dafür gibt es verschiedene Funktionen, die euch eine jeweils unterschiedliche, schwierigere, aber dafür genauere Flugsteuerung abverlangen. Durch das Fliegen und Klettern kann man allerdings auch an Orte gelangen, die dafür nicht vorgesehen sind. Hier fehlen dann entweder Texturen oder man glitscht durch die Welt und fällt durch sie durch und stirbt dann halt, ja. Euren Energieverrat könnt ihr verbessern, indem ihr die sogenannten Amaras Tears, also Tränen, sucht, die überall in der Welt verteilt sind. Diese zu finden ist wirklich spaßig, denn sie sind teilweise an unmöglichen Orten, wie hoch in der Luft oder an Gebäuden versteckt. Teilweise braucht es viele Versuche, eine Träne zu erreichen. Als Berufe gibt es in Zenit bisher nur Sammler und Koch. In der Welt findet ihr viele Früchte, die ihr aus dem Boden zieht oder an Bäumen findet. Die benötigen wir, um eine große Auswahl an Gerichten zu kochen. Kochquests gibt es auch einige, die ihr bei dem NPC Brim im Nexus District annehmen könnt. Das Kochen geschieht dabei in einem absolut tollen, spaßigen Mini-Kochspielchen. Ihr könnt dazu an jedem Punkt in der Welt über das Menü eine Kochstation aufbauen und dort mit einer Rezeptanleitung eure Gerichte kochen und die dann noch mehr Gesundheit oder andere Boni geben. Ihr könnt sogar andere Spieler füttern. Wollt ihr eure Gegenstände aufwerten oder neue Gegenstände herstellen, geschieht das an verschiedenen Stationen im Spiel. Ihr müsst hier für bestimmte Gegenstandsstufen auch bestimmte Materialien sammeln, die ihr von Events bekommt oder in Kisten findet, die in der ganzen Welt verteilt sind. Die Welt von Zenit ist groß und abwechslungsreich. Man besucht viele unterschiedliche Gebiete wie Farmen, Wälder, Dschungel, Wüsten, Küsten und industriell anmutende Gebiete. Die Gegner unterscheiden sich dabei in jedem Gebiet. Insgesamt macht die Grafik dabei eher einen simplen Eindruck. Viele Texturen sind matschig und einige Umgebungen sind karg und einfallslos. Insgesamt ist die Atmosphäre im Spiel aber sehr gut. Das Interface im Spiel ist zwar relativ übersichtlich, aber noch durch einige Bugs und fehlende Features geplagt. Listen wie die Gildenlisten lassen sich nicht scrollen, auf der Karte oder dem Kompass werden einige Quests gar nicht oder falsch angezeigt und der Questtext erscheint teilweise außerhalb der Sicht zu weit links. Auch die Quickslots, in die ihr zum Beispiel gekochte Gerichte packen könnt, um schnell darauf zuzugreifen, sind eher hinderlich, da man sehr oft während dem hektischen Kampfgeschehen eine Nudelsuppe statt dem Schwert in der Hand hat. Für die Leute, die unter Motion Sickness leiden, also Übelkeit in VR, haben die Entwickler verschiedene Funktionen eingebaut, wie eine Vignette, die bei Bewegung eingeblendet wird, oder eine Third-Person-Ansicht. Insgesamt gibt es im Spiel noch viele Glitches und Bugs. Auch beim normalen durch die Gegend laufen fällt man hin und wieder durch die Welt durch oder einige Dinge schweben merkwürdigerweise durch die Luft. Das Interface macht teilweise Probleme und einige Quests lassen sich hin und wieder nicht annehmen oder abgeben oder zählen nicht. Nervig ist auch, dass man bei einer Bergabbewegung extrem abgebremst wird und der Charakter, der normalerweise sehr flink unterwegs ist, zu schleichen scheint. Zudem ist sehr viel Grinding angesagt, um im Level zu steigen. Hat man Stufe 40 erreicht, gibt es derzeit nicht mehr viel zu tun. Ihr könnt dann weiter Materialien farmen, um eure legendäre Ausrüstung und Waffen herzustellen oder versuchen, alle Tränen zu finden oder eine andere Subklasse hochleveln. Dungeons, Raids oder andere Endgame-Contents gibt es noch nicht.
Auch Gruppen- und Gildenfunktionen sind quasi noch nicht existent. Man ist lediglich in einer Liste oder kann den Voice-Chat nutzen. Jegliche Handelsfunktionen fehlen ebenfalls. Das Spiel ist allerdings noch in der Early Access Phase und läuft im Großen und Ganzen schon sehr stabil und gut für ein VR-MMO. Die Entwickler sind nun dabei, verschiedene Funktionen vorzubereiten und nach einzuführen. Ich persönlich hatte bisher sehr viel Spaß mit dem Spiel. Selten habe ich so viele Stunden in einem VR-Spiel verbracht. Die 25 bis 30 Euro je nach Plattform sind in meinen Augen ihr Geld wert. Eine monatliche Abo-Gebühr fällt nicht an. Wie gefällt euch das Spiel? Was gefällt euch besonders gut oder besonders schlecht an Zenith? Und welche Vorschläge habt ihr für die Zukunft des Spiels? Schreibt es in die Kommentare und kommt auf meinen Discord und joint der Gilde. Ich freue mich auch über ein Abo und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.